In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektrum. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Hallo, hier Noah. Ich bin Ace, demiromantisch, aplatonisch. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, bin weiß und ich bin 36 Jahre alt. Genau, und wir probieren heute mal was aus, oder? Ja, wir haben uns vorgenommen, von den Fragen, also wir hatten euch ja um Fragen gebeten zum Thema Limerenz, also starker Verliebtheit. Und wir probieren das jetzt mal aus, nur wir beide einfach mal so ein paar Fragen zu beantworten. Ich sehe mich dabei als Person, die in dem Sinne Expertise hat, dass ich ein paar Bücher gelesen habe und vor allen Dingen, dass ich Limerenz selber kenne und empfinden kann. Ja, genau, das kann ich von mir jetzt mal nicht behaupten, weil ich Limerenz noch nie erlebt habe und eigentlich auch keine Verliebtheit erlebe in andere Personen. Allerdings beschäftige ich mich einfach viel zu mit dem Thema. Naja, aber jeder hat seine Hobbys. Ich meine, du hast ja auch schon mal einen Vortrag in der Arobeat gemacht, wo ich mitgeholfen habe zu dem Thema. Also, wie gesagt, vielleicht kann ich hier auch was beitragen. Bestimmt. Dann lass uns mal loslegen. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage, die uns geschickt wurde, beziehungsweise mit den ersten zwei, weil die sind relativ ähnlich. Und zwar haben Personen gefragt, erstens, woher weiß eins, dass es Verliebtheit ist? Und woran machst du fest, dass du Limerent bist? Ich glaube, da fängst du am besten mit dem Beantworten an. Okay, also ich würde jetzt erstmal auf der persönlichen Ebene antworten, woran ich das merke. Bei mir ist das relativ einfach, seit ich herausgefunden habe, dass ich aplatonisch bin. Und dann kommt auch noch hinzu, dass ich ja demiromantisch bin. Das heißt, ich kenne die Menschen auch grundsätzlich schon ziemlich gut, weil sonst könnte ich mich gar nicht verlieben. Und ich merke halt als erstes, dass sich in der Beziehung zu der Person was ändert. Nämlich, ich bin kein Fan von Körperkontakt. Eins der ersten Sachen, die kommt, ist, dass ich mir vorstellen kann, der Person, also dass ich plötzlich mag, die Person zur Begrüßung in den Arm zu nehmen oder in den Arm genommen zu werden oder auch zur Verabschiedung, dass ich das einmal schön finde und es länger dauern kann. Ich merke das, dass ich irgendwie vermehrt immer an die Person denke. Ich merke es daran, dass die Person mir extrem sympathisch ist. Ich merke es daran, dass ich von der Person gegebenenfalls träume. Das war gerade beim letzten Mal, wo ich mich in jemanden verliebt habe, so, dass auf einmal die Person plötzlich in meinem Träumen aufgetaucht ist, was normalerweise träume ich nicht unbedingt von befreundeten Menschen. Woran merke ich das noch? Ah ja, vermissen. Ich vermisse normalerweise Menschen nicht. Und ich beginne dann, diesen Menschen zu vermissen und zu gucken, ist die Person bei? Und ich merke auch, dass ich ein bisschen, also jetzt nicht direkt traurig, aber so ein bisschen gedrückt bei mir die Stimmung ist, wenn die Person nicht da ist. Und wenn das stärker wird, also Richtung Limerenz geht, dann intensiviert sich das. Dann denke ich viel, viel mehr an die Person. Ich kriege ein richtiges kribbeliges Gefühl. So ein bisschen so dieses, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr euch extrem freut, so ein kribbeliges Freudegefühl. Meistens ist das bei mir so im Oberkörper, Armebereich. Ich weiß nicht, ob es das sein soll, was die Leute mit Schmetterlingen im Bauch bezeichnen. So richtig im Bauch habe ich das Gefühl nicht. Und wenn es limerent ist, also richtig limerent wird, dann ist es nicht nur vermissen, sondern es tut richtig bei mir weh, also unterm Brustbein. Ich kriege richtig so einen Druck. Mehr fällt mir gerade im Moment nicht ein. Ich würde hier jetzt mal noch sagen, dass das natürlich für alle Menschen so ein bisschen unterschiedlich ist. Also nicht jeder Person muss alle oder erlebt alle Facetten von vielleicht Limerenz oder auch Verliebtheit oder was auch immer. Aber es gibt natürlich so Grundlinien, die halt wissenschaftlich unter dem Begriff Limerenz auch untersucht werden. Und wo wir sagen können, ja, das ist für viele Menschen so ähnlich. Und das wollte ich jetzt nur kurz hinzufügen. Aber einfach, weil selbst wenn eine Person bestimmte Dinge nicht erlebt, heißt das jetzt nicht, dass sie nicht limerent sein kann. Wenn sie andere Merkmale von Verliebtheit zum Beispiel erlebt oder das Gefühl hat, sie ist trotzdem total verliebt. Also Menschen sind einfach nicht alle gleich und auch wenn es bestimmte
ja, Übereinstimmungen gibt, die eben erfasst werden und erfasst worden sind, auch wenn sich natürlich die Erforschung von Limerenz oft sehr viel auf romantische oder romantische und sexuelle Interpretationen von Limerenz bezieht, gibt es natürlich Unterschiede. So. Genau, und dann, was ich noch weiß, ist viel an Leute denken, oder? Also viel an die Person denken, in die eins sich verliebt hat und auch sehr, ja, hast du eh gesagt, so Dinge wie zu schauen, ist die Person da, ich will die Nähe der Person suchen vielleicht auch und Kontakt. Ja, definitiv. Und wenn es Richtung Limerenz geht, wird das halt immer stärker und dann merke ich auch, dass ich so richtig in Tagträume reinkomme. Ein lustiges Beispiel, dass ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Folge gebracht habe, aber einmal, als ich richtig Limerent war, da reichte eine Packung Müsli. Ich wusste, dass das Lieblingsmüsli der Person ist. Ich stand im Supermarkt, sah das Müsli, nahm es in die Hand und ich muss wohl eine gewisse Zeit nur auf diese Packung gestarrt haben, weil mich nämlich Leute dann ansprachen, ob alles okay sei. Ich war einfach in Tagträumereien und dachte nur, ach ja, wie schön wäre das jetzt mit der Person, das Müsli zu essen. Ich war so ein bisschen System Shutdown. Ich finde diese Geschichte, ich weiß nicht, ich finde das immer so faszinierend, diese Geschichte zu hören einfach. Ja. Ich weiß nicht. Das ist glaub, schon ein bisschen peinlich. Ach, ich finde das voll okay, weil, also klar, es ist so ein bisschen so aus dem Leben raus in dem Moment. Aber gleichzeitig ist ja Limerenz, also starke Verliebtheit, auch ein hormoneller Zustand. Also da passieren ja Dinge im Gehirn. Es gibt einfach einen starken Fokus auf diese Person, für die eins Limerent ist und oder also auf die sich die Gefühle beziehen und auf die sich die damit verbundene Anziehung bezieht. Und dadurch passieren dann solche Dinge schätzungsweise einfach auch. Mhm. Also das ist ja dann, ich meine, klar, im Normalfall stehst du vielleicht nicht im Supermarkt und starrst, was weiß ich, Hausnummer 5 Minuten der Packung Müsli an, aber ja. Manchmal feuern Hormone so, dass alles, was an die Person erinnert, dann quasi diese Gefühle und diese Gedanken und auch diese, was weiß ich, Träumereien einfach auch auslösen vielleicht. Ja. Ich sage immer sehr gerne, wenn ich Limerent bin, das unterscheidet es auch von normaler Verliebtheit. Bei normaler Verliebtheit, also bei der oder Anfangsphase von Limerenz, wobei es nicht immer Limerent wird, habe ich mich noch ziemlich im Griff. Das sind halt nur so leichte Sachen. Aber wenn ich Limerent bin, dann ist mein Arbeitsspeicher, sage ich mal sehr gern, etwas überlastet. Und dann kommen halt mal solche Sachen, dass ich mittendrin, auch während der Arbeit, ich mich dabei erwische, hups, ich habe jetzt schon gefühlt 30 Sekunden die Mail angestarrt und eigentlich nichts gelesen. Weil ich gerade mit meinem Gedanken irgendwie bei der Person war, die mich gerade interessiert. Das hatte immer so Aussetzer, so ein bisschen Arbeitsspeicherüberlastung, aber es funktioniert. Es ist auch nicht über den ganzen Tag immer gleich, also bei mir zumindest. Also ich komme schon noch durch mein Leben, auch wenn ich Limerent bin, aber es gibt dann halt, ich glaube von außen betrachtet, teilweise lustige Aussetzer. Ich sag mal, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand sehr, sehr große Teile seines Tages davon eingenommen ist. Mhm. Aber es wäre ja auch nicht, also auf einer biologischen Ebene nicht sinnvoll, wenn eine Person den ganzen Tag gleichermaßen im Shutdown ist. Dann könntest du ja auch nicht mal die Nähe der Person suchen. Aber natürlich kommst du trotzdem in diese Situationen durch, was auch immer da gerade, also durch den hormonellen Cocktail und so, was da in deinem Kopf passiert. Was ich noch sagen wollte zuvorher, du hattest Schmetterlinge im Bauch erwähnt, ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das wirklich für alle so ist, aber von dem, was ich mit Leuten drüber geredet habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das oft auch diese schon so im Bauch und teilweise auch gemischt mit Nervosität und so, das spüren ja auch viele Leute im Bauch, das, denke ich, spielt da so ein bisschen mit rein. Und dann macht ja die Anwesenheit von der Person, auf die die Gefühle gerichtet sind, ja nicht immer rein positive Gefühle. Also es ist natürlich schön, dann und die Menschen, die Limerenzen suchen, dann oft auch die Nähe, aber es macht ja auch nervös und du hast ja auch eine gewisse Angst vor Ablehnung und so weiter in vielen Fällen. Ja, genau, das ist dann so ein bisschen die Schattenseite. Einerseits ist es total schön, wenn man mit der Person zusammen sein kann und das Gefühl hat, die mag einen auch, dann ist das total überhöht und gibt Energie, also mir zumindestens.
Es gibt aber auch immer diese Angst, oh Gott, mag mich die Person wirklich und so weiter. Mein Vorteil, das liegt aber wahrscheinlich an meiner Demiromantik, ich kenne den Menschen ein bisschen. Auch mir passiert es, dass ich Dinge ausblende, die ich eigentlich weiß, aber ich kann mich immer in etwas klareren Momenten, nenne ich das mal, wieder zurückholen, weil ich den Menschen grundsätzlich kenne. Aber ja, du wolltest was sagen? Ja, genau. Also ich finde, du hast gerade noch mal ein recht wichtiges Merkmal, finde ich, auch genannt, mit dem Ausblenden. Also einfach, dass wenn eine Person limerent ist, ja oft auch die Inkompatibilitäten oder weniger guten Eigenschaften oder auch einfach unpassende Eigenschaften von einem Limerenz-Objekt, sage ich jetzt mal, das klingt so objektifizierend, aber von der Person, auf die sich die Limerenz richtet, ausgeblendet werden. Und da hatte ich ja auch schon Erfahrungen, wo sich Leute in mich verliebt haben. Da gab es dann auch so, also mein Höhepunkt oder Highlight dabei war ja das Gespräch, hat sich jemand, also auch aus meinem weiteren Freundeskreis, eine Person in mich verliebt, die gerne mal Kinder hätte und eine Familie gründen würde. Und ich will halt absolut keine Kinder. Und ich wusste, dass die Person in mich verliebt ist und wir hatten da drüber gesprochen. Und er hat mir dann, und ich habe dann gesagt, du, das ist irgendwie Sinn, also ich glaube nicht, dass das viel bringen würde, weil du willst in sowas, weiß ich, in ein paar Jahren heiraten und dann willst du eine Familie gründen. Und ich möchte keine Kinder haben selber. Und ich will eigentlich auch keine großziehen. Und dann kam halt erst einmal, nö, das geht schon irgendwie. Also das passt dann schon, da schaut man dann. Ich war so, du, bitte, wenn wir jetzt in eine Partnerinnenschaft gehen, dann gebe ich dir 10 Jahre und du bist einfach nicht glücklich damit, weil mein Lebensentwurf ganz anders aussieht als deiner und ich weiß, dass ich kenne dich ja und ich weiß, dass dir das relativ wichtig ist. Und aber das ja, sorry. Ja, aber das kenne ich. Aber der Person das dann zu erklären, ist halt, es ist halt wie so ein Filter. Ja, vor allen Dingen mein eigener Kopf hat mir da ja schon mal Streiche gespielt. Meine erste Beziehung, da war ich mit einer Person zusammen, die unbedingt heiraten wollte und mindestens 3 Kinder haben wollte. Ich wollte noch nie Kinder. Und mein Kopf hat mir gesagt, ach, das wird schon, das kriegen wir hin, das wird schon. Das ist absolut nicht mein Traum, aber solange die Limerenz wirkte, habe ich mir vorgemacht, ach, das funktioniert schon, das wird schön. Aber wenn die Limerenz dann nachgelassen hat, dann fiel mir so langsam auf, ich will eigentlich keine Kinder. Wie mache ich das jetzt klar? Aber es hatte sich ja dann sowieso erledigt. Ja, was jetzt nicht heißen soll, dass nicht auch sehr unterschiedliche Leute in Partnerinnenschaften gehen können, die funktionieren. Klar. Also es kann schon durch Kommunikation und Kompromisse, kann oft auch ein Punkt gefunden werden, der für alle Beteiligten passt. Egal wie viele, aber manchmal sind da schon sehr große Diskrepanzen und das kann natürlich auch sein, dass, wenn wir jetzt bei dem Kinder- und Familienbeispiel bleiben, dass die andere Person sagt, ja, hey, eigentlich ist es mir wirklich nicht so wichtig und ich kann damit leben, dass du jetzt dieses oder nicht so genau mein Lebensmodell hast, aber das andere passt für mich eigentlich auch. Also das kann schon der Fall sein, aber in manchen Fällen kam es mir nicht so vor, sagen wir so. Ja. Und wirkte halt hochgradig unrealistisch. Ja, genau, das also, wie gesagt, dieses Ausblenden von unpassenden Sachen oder auch bei Kleinigkeiten, so, das kommt schon vor. Was jetzt nicht heißt, dass jede limerente Person das gleichermaßen auch hat, aber mehr oder weniger so. Hormone können einem einfach viel sagen, sage ich mal. Ja, und vielleicht noch ein Merkmal, ich habe es so ein bisschen angedeutet, was mit reinkommt, eben dieses, wenn es Limerenz ist, dann dieses Druckgefühl oder Schmerz unterm Brustbein, da habe ich auch schon inzwischen mit mehreren Menschen gesprochen, die sich verlieben können, die auch limerent werden. Und das haben viele bestätigt, dass sie das so oder so ähnlich haben. Oder auch, dass es bei manchen haben gesagt, es fühlt sich so wie so ein Engegefühl an, wenn sie die Person vermissen. Ja? Ja, ich möchte noch, mir ist gerade noch eine Kleinigkeit eingefallen, einfach nur um es erwähnt zu haben, für viele Menschen,
dilemmarend sind, kommt dann natürlich auch, also für allosexuelle Personen oft sexuelle Anziehung rein, für eine sensuelle Anziehung, ästhetische Anziehung. Da kann einfach sehr viel mit anspringen, wenn diese Anziehungen denn von der Person empfunden werden und auch unter diesen Umständen empfunden werden können. Was jetzt nicht heißt, dass es immer der Fall ist, aber möglich. Ja, bei mir ist es auch ein Paket. Also bei mir kommt sensuelle, also erstmal die romantische und ästhetische, dann aber auch sensuelle Anziehung. Sexuelle kommt nicht. Ich bin und bleibe asexuell. Und das ist mir auch in Beziehungen unangenehm, wenn es in sexuelle Richtungen geht. Aber ich kann auf jeden Fall mehr und ich mag auch mehr Körperkontakt, aber sexuell, da kommt bei mir nichts. Aber ja, das sollte man nicht vergessen. Genau, also muss nicht mit sexueller Anziehung einhergehen auch. Ein Punkt wollte ich noch erwähnt haben zu dem Thema. Und zwar kommt auch noch eine Schüchternheit dazu. Das ist bei mir ja sehr witzig. Also bei einigen Menschen, das passiert mir eben auch, ihr müsst euch vorstellen, ich bin demiromantisch. Das sind Menschen, mit denen bin ich gut befreundet, die kenne ich gut und mit denen habe ich normalerweise null Probleme zu sprechen. Aber dann kann ich auf einmal mit den Menschen nicht mehr so einfach sprechen, weil ich bin ja verliebt und oh Gott, das könnte der ja merken. Und möchte ich, dass das merkt, möchte ich das nicht? Oh Gott, Hilfe. Ah, mein Kopf drehen Pirouetten die Gedanken. Und bin auf einmal total verschüchtert, werde vielleicht sogar rot in der Nähe der Person, wo vorher überhaupt kein Problem bestand, mit den Menschen zu sprechen. Sobald es nur so ein bisschen in eine emotionale Richtung geht, dann tickt bei mir da irgendwie die Hormone aus. Ich weiß es nicht. Also es ist auch nicht so einfach. Es ist dann auch nicht so einfach, obwohl ich diesen Menschen schon kenne, ihm dann einfach zu sagen, du, ich glaube, ich verliebe mich gerade in dich, aber ich hoffe, du kommst damit klar oder vielleicht empfindest du ja auch was für mich. Jetzt könnte ich das so einfach sagen, aber wenn ich den Fall habe, Limerenz, kann ich das nicht mehr. Ja, obwohl ich die Menschen kenne. Ja, also ich glaube, wie es sich für dich anfühlt, haben wir jetzt eigentlich auch schon beantwortet. Genau. Ich würde dann weitergehen zu, wie gehst du damit um, wenn du Limerent bist oder dich stark verliebst. Genau. Ja, wie gehe ich damit um? Also das ist, glaube ich, eine höchst individuelle Frage. Da kann ich wirklich wieder nur von meiner Ebene sprechen. Da ist wahrscheinlich jeder Mensch anders. Ist bei mir unterschiedlich. Inzwischen, gerade weil ich weiß, dass ich asexuell bin, lasse ich mich nur noch selten drauf ein. Und weil es eben befreundete Menschen sind. Also wenn ich das relativ schnell erkenne und es nicht haben möchte, ich glaube, da nehme ich was vorweg, wo nochmal irgendwie eine Frage kommt, aber kann mir da nochmal drauf eingehen, dann lasse ich das Gefühl auslaufen. Dann nehme ich mir nur wahr, okay, das ist ein toller Mensch und ich darf den toll finden. Ich nehme das an und dann ist gut. Und dann geht das wieder weg. Bei mir jedenfalls. Dauert, aber es geht wieder weg. Wenn ich wirklich mehr draus machen möchte, dann muss ich es irgendwann ansprechen. Und also bisher, die wenigen Male, wo ich das wirklich angesprochen habe, ist immer gut gegangen. Also bei einer Person waren wir hinterher weiterhin befreundet und mit den anderen beiden Personen bin ich zusammengekommen. Wobei es bei der einen gar nicht geplant war. Aber ja, das erzähle ich vielleicht an anderer Stelle. Also von mir nicht geplant war, ich wollte es nur sagen, weil ich die Person wiedersehen wollte. Und es so aussah, als ob wir uns nicht wiedersehen fand würden. Er anders. Ja. Boah, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Ah ja, weil Finn gerade eher sagte, es stimmt in meinem Fall. Bisher habe ich mich immer in männlich gelesene Personen verliebt. Können wir vielleicht dazu sagen. Ich habe jetzt echt vergessen, was ich sagen wollte. Egal, vielleicht fällt es mir wieder ein, vielleicht nicht. Machen wir weiter mit, ist Limerenz für dich eher positiv oder negativ? Ja, darf ich das oder nehmen? Ambivalent, würde ich sagen. Verständlich, glaube ich. Also es wäre nicht gerecht zu sagen, dass es positiv oder negativ wäre, sich für eins zu entscheiden. Es hat positive Aspekte, es gibt mir Energie, ich fühle mich leichter, ich bin kreativer, ich bin höher, schneller, weiter, ich weiß nicht, ne, so eine Richtung. Also es ist richtig, richtig toll an manchen Zeiten, aber es gibt halt auch immer diese Tiefpunkte, wo es dann richtig wehtut, wenn ich die Person zum Beispiel nicht sehe und schon richtig limerent bin und dann dieses Druckgefühl habe. Teilweise, also ich habe keine Depression, soweit ich weiß, aber dann so depressiv
ruckartig so ein, zwei Tage, also wenn ich richtig stark limerent bin, dann kann mir ein Abschied, ich hatte eine Fernbeziehung, und immer wenn der Abschied kam, dann konntest du mich so ein bis zwei, manchmal sogar drei Tage, war mit mir nichts anzufangen. Ich saß dann im Bus auf der Rückfahrt und war nur am Schniefen und hatte totales Druckgefühl, weil ich halt wegen unserer Situation wusste ich auch immer nicht, wann ich die Person wiedersehe. Und dann ging es mir gar nicht gut. Und dann habe ich es natürlich gehasst. Deswegen kann ich halt wirklich nicht sagen, dass es positiv oder negativ ist. Es ist positiv und negativ. Also ambivalent. Ja, in meinem Fall. Ich habe neulich auch mit wem geredet, der meinte aber, er findet das richtig stressig, sich stark zu verlieben, ein bisschen limerent zu sein. Ja. Weil das so, also so ein Druck auch ist selber und so ein Stress und Hormone und ich will der andere, also was, wenn die andere Person mich nicht mag und so. Das stresst, diese ganzen ja. Sachen. Ja, das ist aber vorneweg der Stress. Ich habe jetzt gerade das war eine aktive Beziehung. Ah, okay, gut, ja. In einer aktiven Beziehung ist es ja nicht, dass man, wenn jemand dann in eine Beziehung gerät, die Limerenz gleich peng weg ist. Ich glaube, ich habe geschnipst, ups, egal. Alles gut. Falls man das in der Aufnahme hört, sorry. Ja, vorher ist es in der Hinsicht schon stressig, also weil man nicht weiß, funktioniert das nicht, möchte man das sagen, möchte man es nicht, oh Gott, kriegt das irgendjemand mit, Hilfe bloß nicht. Also ja, das stimmt, das ist schon irgendwie stressig und trotzdem hat es halt auch immer wieder auch vorneweg die positiven Momente, weil wenn du dann mit der Person einfach Zeit verbringen kannst, also mir zumindest, geht es dann einfach gut in dem Moment. Deswegen, ich bleib bei ambivalent. Ja, es ist ja okay. Also ich glaube, das sehen unterschiedliche Leute auch ganz unterschiedlich. Ja. Und mir ist übrigens eingefallen, was ich vorher noch habe sagen wollen. Und zwar hast du ja erwähnt, dass Limerenz auch wieder vorbeigeht. Und das ist ja auch so, dass Limerenz durchschnittlich, also wenn es bei wem länger dauert oder weniger lang, nagelt mich auch nicht drauf fest, aber das ist halt der Durchschnitt, der irgendwie in der Forschung rauskommt, so zwischen 2 Wochen und 14 Monaten dauert. Also zwischen 14 Tagen und 14 Monaten. Es gibt Leute, wo das weniger lang dauert, Leute, wo das sehr lang anhalten kann, offensichtlich, also über ein Jahr offensichtlich. Ich glaube, ich habe mal fast 2 Jahre geschafft. Oh wow, ja. Ja. Das ist auch, bevor das dann natürlich, das heißt jetzt nicht, dass wenn wirklich eine Beziehung zustande kommt oder so, die jegliches positive Gefühl zur Partnerperson plötzlich weg ist, wenn die Limerenz ausläuft, aber über die Limerenz lässt sich ja auch Bindung aufbauen. Und dann kann so eine Verliebtheit oder Limerenz oder was auch immer für eine Anziehung auch da war, kann dann in eine Bindung übergehen oder eben auch in eine romantische Bindung zum Beispiel. Und wenn das nicht passiert, dann kommst du vielleicht zu dem Punkt, wo Gefühle plötzlich weg sind, aber ich hoffe, wenn Leute sich verpartnern, ist meine Vorstellung so, wenn die diese Partnerschaft auch pflegen, dann entwickelt sich da ja was draus. Ich würde sagen, es flacht ab. Und das ist auch bei mir so, es flacht ab. Ich habe ja einen Menschen, eigentlich wollten wir uns trennen, also mein einer bester Kumpel, da ist im Prinzip die Limerenz nicht abgebrochen, sie ist ausgelaufen, abgeflacht. Also man könnte sagen, ich liebe diese Person, ich mag das Wort nur nicht, deswegen sage ich, wir sind verlinkt und wir betrachten es als Freundschaft, als Freundinnenschaft, aber die Person nutzt, gendert nicht, deswegen sage ich da auch oft Freundschaft, dass euch nicht wundert. Also diese Freundinnenschaft, da besteht das bei mir weiterhin, ich habe bei Weitem nicht mehr diese Höhen, aber auch nicht mehr diese extremen Tiefen, aber es ist ein Menschen, den ich immer noch vermisse, wenn ich diesen Menschen nicht sehe. Also der einzige Mensch aktuell, den ich wirklich vermisse. Und wir haben immer noch recht regen Kontakt. Also so 1-2 Mal die Woche, mindestens alle 14 Tage telefonieren wir zumindest. Und also da ist schon noch was da, aber es ist halt bei Weitem nicht mehr so extrem. Und ja, also ich fühle mich immer noch gut mit der Person. Und wir verstehen uns auch immer noch ohne Worte.
Ja, aber es ist nicht mehr dieser hormonelle Zustand, Zustand, den Nein. man als Limerenz oder der wissenschaftlich als Limerenz klassifiziert werden würde, weil die Limerenz quasi Nicht Platz definitiv gemacht mehr. hat für andere Gefühle in dem Fall. Ja. Oder beziehungsweise es sich entwickelt hat. Also es war ja nicht so, dass plötzlich die Limerenz weg war und plötzlich was anderes da war, sondern ja. Es ist fließend, würde ich sagen, ineinander übergegangen. Ja. Verstehe. Ja, wo siehst du für dich den Unterschied zwischen unter Anführungszeichen normaler Verliebtheit und Limerenz? Bei mir hauptsächlich in der Intensität. Also wenn ich sage, es ist leichte Verliebtheit, dann merke ich einfach, wie gesagt, bitte denk dann, ich bin demiromantisch und ich bin aplatonisch. Das heißt, ich habe keine platonische freundschaftliche Anziehung. Also, dass ich verliebt bin, merke ich daran, dass ich irgendwie eine Art Anziehung zu der Person entwickelt habe, die bei mir immer mit ästhetischer, sensueller und romantischer irgendwie zusammen, die drei kommen im Paket, kommt. Ich merke einfach, dass ich mich hingezogen fühle, dass ich die Person vermisse und so weiter. Da merke ich, ah, da beginne ich mich zu verlieben. Und dass ich sie extrem sympathisch finde, diesen Menschen. Und Limerenz ist einfach alles übersteigert und eben, was wir vorhin schon gesagt haben. Also dann ist es schon richtig kräftig. Und dann kann ich auch, also dann fällt es mir schwerer, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Es ist aber auch fließend. Also ich habe keinen Kippschalter, der verliebt hat und dann Peng Limerenz. Das ist es auch nicht. Früher habe ich auch überhaupt erst gemerkt, wenn ich Limerenz war, dass ich überhaupt verliebt bin. Inzwischen bin ich da weiter, weil ich mich auch viel damit beschäftige, zum Beispiel durch Inspektren, durch das Aceback. Nur daher merke ich überhaupt schon von Anfang an, dass ich beginne, mich zu verlieben, dass ich die leichte Verliebtheit überhaupt erkenne. Und der Gamechanger war eigentlich zu erkennen, dass ich aplatonisch bin. Für mich, dass ich das so richtig erkennen konnte inzwischen. Also ja, das eine ist einfach viel, viel stärker, viel intensiver als das andere. Ja, ich glaube, so eine 100% genaue, hier ist die Grenze, kann auch nicht gezogen werden. Was ich noch hinzufügen würde, also einerseits natürlich die Intensität, wie du gerade schon beschrieben hast. Und was ich noch hinzufügen würde, ist, dass Verliebtheit ein Begriff ist, den wir im Alltagsgebrauch verwenden, um bestimmte Gefühle zu beschreiben, bestimmte romantische Gefühle oder romantisch interpretierte Gefühle auch zu beschreiben. Und Limerenz ein Begriff ist, der wissenschaftlich verwendet wird, um ein bestimmtes körperliches und auch ein bestimmtes menschliches Erleben und dazugehörige körperliche Vorgänge zu erforschen und zu schauen, was passiert da im Körper oder was passiert mit den Personen, jetzt nicht nur auf körperlicher Ebene, aber auch. Sprich, das eine ist ein wissenschaftlicher Begriff, das andere, also Verliebtheit, ist für mich der viel weitere Begriff. Weil Verliebtheit ist jetzt nicht so klar abgegrenzt, wie ich denke, dass Limerenz abgegrenzt werden kann. Limerenz lässt sich messen. Also im Ernstfall lässt Limerenz sich messen, indem du Aktivitäten in Gehirnarealen misst, indem du hormonelle Vorgänge misst. Dann kannst du sagen, ja, diese Person zeigt Muster von einer Person, die limerent ist. Und auch diese Verhaltensmuster, Gedankenmuster, whatever. Das ist quasi ein wissenschaftlich abgesteckter Begriff mit einer klaren Definition. Oder mehr oder weniger klaren Definition. Also 100% klar jetzt auch nicht. Verliebtheit ist der weitere Begriff. Und dort, wo das Ganze nicht deckungsgleich ist, würde ich eben wie du auch den Unterschied in der Intensität sehen. Also dass Verliebtheit erstmal leicht anfängt und dann kann das in Limerenz, ich wollte gerade sagen ausarten, aber weitergehen. Oder eben nicht. Naja, ja gut, ich hoffe, das war irgendwie verständlich. Was meinst du? Alles gut, passt schon. Ich finde Ausarten sehr schön. Genau, ich denke, dass Personen durchaus verliebt sein können, ohne direkt diese ganze Palette an Limerenz und den ganzen hormonellen Vorgang total stark zu haben. Aber Limerent zu sein, ohne das zu haben, geht halt nicht, weil Limerenz halt genau dieser wissenschaftliche Begriff bzw. dieses Ding ist, das da untersucht wird, wenn da was untersucht wird. So. Ja, dann hätten wir die nächste Frage. Bist du bereit? Ja. Was ist so angenehm, in Rausch und Abhängigkeit zu einer anderen Person zu versinken? Ich kenne das zwar von mir, empfinde das aber nicht als angenehm, egal ob erwidert oder nicht.
schreibt uns eine Person. Was sagst du? Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, dass Limerenz angenehme Seiten haben kann, also Verliebtheit allgemein angenehme Seiten haben kann, aber auch nicht so schöne Seiten haben kann. Aber ich würde auch nicht sagen, ich bin ja deswegen nicht abhängig von der Person. Also nee, das nicht. Also ich verliere jetzt nicht meinen freien Willen. Ich kann mich auch dagegen stellen. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es für mich einfacher ist, zu akzeptieren, dass ich diesen Menschen jetzt einfach besonders toll finde. Ja, Finn? Ich glaube, ich würde da hinzufügen, dass dieses Rausch und Abhängigkeit ja von was kommt. Also, weil ja durchaus die hormonelle Aktivität Ähnlichkeiten zeigt zu Abhängigkeit. Und wenn, wie du gesagt hast, wenn du dich dann verabschiedest und die Person weg ist und du erstmal das Gefühl, also ein ähnliches Gefühl hast wie so ein Entzug. Also, das ist schon, ich verstehe schon, woher die Formulierung kommt. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass trotzdem, also Limerent zu sein, stärker oder weniger stark, also da gibt es natürlich wie eine Spanne, aber es heißt ja nicht, dass du überhaupt nichts tun kannst. So. Die Frage ist, macht eine Person was dagegen, macht sie nichts oder kann sie überhaupt was dagegen machen, ist so ein Ding, aber du, ist natürlich so ein Spektrum, wie weit du was dagegen machen kannst, wie weit nicht. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, als wärst du 100% abhängig von dem Menschen. Ich sag mal, im Zweifelsfall hole ich mir den Frontalknutsch mit der Realität ab und ich sag der Person, auch wenn es mir schwerfällt, ich glaube, mit mir geht gerade meine Hormone durch, vielleicht habe ich mich in dich verliebt, dann gucken wir, was passiert. Habe ich schon ein paar Mal gemacht inzwischen, 2-mal ist eine Beziehung draus geworden, auch wenn ich das bei einer gar nicht geplant hatte. Und einmal, ja, ist eine Freundschaft geblieben. Es hat ein bisschen Abstand gebraucht und dann ist gut. Also ich meine, ich sag mal, spätestens da kannst du dir nichts mehr vormachen in dem Moment. Es kostet natürlich eine ganze Menge Mut, aber ja, im Zweifelsfall sage ich's und dann ist es also irgendwann gut. Dauert natürlich, also die Limerenz ist ja nicht sofort weg, aber dann geht das mit der Zeit wieder. Also es ist eine Emotion und die Emotion, also hängt mit Emotionen zusammen, sagen wir es mal so. Emotionen wollen immer etwas und ja, ich muss es dann eben annehmen und gucken, wie ich damit umgehe. Nur kämpfen klappt meistens nicht. Es ist, glaube ich, in dem Fall so ähnlich. Also abgesehen davon, dass ich die Formulierung Knutsch mit der Realität sehr toll finde. Aber es ist ja so, wie bei anderen Gefühlen auch in dem Fall, dass wenn ich ein Gefühl versuche zu unterdrücken, kommt das irgendwann irgendwo an einer anderen Stelle raus, wo ich es vielleicht gar nicht gebraucht habe oder intentiert habe oder wo ich dann irgendwie härter reagiere oder stärker, als ich eigentlich reagiert hätte, weil ich die Emotion halt dorthin geschmuggelt habe, weil sie nicht rauskam, wo ich sie ursprünglich wollte. Und eine Emotion, die ich unterdrücke, geht ja auch nicht gut weg. Wenn ich eine Emotion zulasse, dann ist die eigentlich, hat die mal kurz eine Stärke, flacht dann wieder ab. Und das ist wahrscheinlich bei Verliebtheit, wenn ich nicht versuche, die zu unterdrücken die ganze Zeit, fühlt sich das wahrscheinlich auch anders an, als wenn ich eigentlich die ganze Zeit versuche, verhalte ich ganz normal, verhalte ich ganz normal, verhalte ich ganz normal, verhalte ich ganz normal. Ich glaube, das führt zu wenig. Ich wollte gerade sagen, dich nicht normal zu verhalten. Es ist der beste Weg, um das Ganze noch zu steigern. Das habe ich früher versucht und was der Effekt war bei mir, ich glaube, die Limerenz hat sich einfach noch gesteigert. Nie. Also, wenn man sich immer niemanden mag, dann mag man diesen Menschen und dann ist eben gut. Und aber um nochmal auf die Frage einzugehen, das Schöne ist, glaube ich, daran einfach, dass manche Menschen, nicht alle, für manche ist es eben einfach nicht so toll, einfach auch diese Nähe von der Person genießen und so weiter. Ich habe auch mal mit einer Freundin mich unterhalten, das ist schon sehr lange her, die hat damals gesagt, dass sie eigentlich, dass das Gefühl voll schön war, obwohl die Person sie abgelehnt hat und dass ihr natürlich auch voll, es war einfach schmerzhaft oder die Ablehnung war einfach schmerzhaft in dem Moment. Aber sie hat dann gesagt, warum hatte, also nicht ganz so formuliert, aber so ähnlich, warum hatte sie diese ganzen schönen Gefühle, wenn es dann nichts wird? Also ist natürlich eine Frage, die man sich vielleicht, oder die eine Person sich vielleicht in dem Moment stellt, aber zeigt ja schon, dass es schon im Grunde als positiv auch wahrgenommen wurde,
durch die Nähe vielleicht, durch die Verbindung, durch den Kontakt und das alles und die Vorstellung, die man vielleicht oder die eine Person vielleicht hat. Ich meine, ein bisschen sind wir jetzt schon in die Richtung von der nächsten Frage gekommen mit dem Unterdrücken und Nicht-Unterdrücken. Hm. Die ist nämlich, glaubst du, man kann dieses Gefühl, diese Gefühle irgendwie steuern? Also vielleicht, dass die Gefühle nicht so stark werden? Jein. Also ich glaube, Gefühle steuern ist nicht so richtig, also allgemein betrachtet, weil Gefühle wollen uns, wie wir ja schon gesagt haben, was sagen. Aber, das habe ich ja schon angeteasert, ich habe zumindest für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich es akzeptiere, annehme und sage, ja, das ist ein ganz toller Mensch und ich mag einfach, wie die Person lächelt, was auch immer, mir fallen da Kleinigkeiten auf. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, dass mir plötzlich Kleinigkeiten auffallen, die ich einfach ganz toll an den Menschen finde, die mir sonst gar nicht auffallen bei den Leuten, weil ich meistens auch gar nicht hingucke. So genau. Einfach sagen, ja, das ist ein toller Mensch, das ist in Ordnung, aber was willst du damit? Ist es wirklich das, was du möchtest? Wenn ich mir Fragen stelle, akzeptiere, dass ich ihn toll finde, aber immer mal wieder einen Realitätscheck mache und immer machen, ist es wirklich so oder bildest du dir das nur ein? Was sagen die anderen Personen? Ich kann ja auch andere Leute ansprechen, ohne ihnen gleich zu sagen, dass ich verliebt bin, kann ja trotzdem sagen, irgendwie ist er ja ganz nett, was meinst denn du? Und ist dir das und das aufgefallen? Und dann kann ich ja immer mal wieder Realitätschecks machen. Und auf diese Weise kann ich mit der Emotion umgehen. Funktioniert meiner Meinung nach auch mit anderen Emotionen. Einfach, das mache ich grundsätzlich mit anderen abgleichen. Aber steuern an sich, nein, ich kann nicht einen Knopf drücken und dann ist es aus. Dem würde ich zustimmen. Also auch von, also ich kenne das jetzt natürlich nicht von Limerenz, aber von anderen Gefühlen so. Generell Menschen zu haben in seinem Leben, die oder die eins ganz ehrlich nach einem Realitätscheck fragen kann und von denen eins das auch annehmen kann. Also für mich ist das halt komplett total wertvoll oder auch eine Person im eigenen Leben oder Umfeld zu haben, die gute, reflektive Fragen stellt. Das ist einfach so viel wert und ich schätze das so wahnsinnig sehr. Einfach, weil einen das selber so viel weiterbringen kann. Aber generell eben, nee, steuern wahrscheinlich nicht, aber dich damit auseinandersetzen und dann auch ab und zu von außen die kritische, was heißt die kritische Perspektive, aber so einen Reflexionsanstoß zu holen, wenn das selber gerade nicht so gut möglich ist, dann das kann schon helfen, denke ich. Wie grenzt du für dich Limerenz von anderen Anziehungsformen ab? Fühlt sie sich anders an? Was sagst du? Das ist schwierig. Also Limerenz an sich sehe ich ja nicht als Anziehungsform, sondern Limerenz ist für mich persönlich, hatte ich ja gesagt, die Summe aus romantischer, sensueller und ästhetischer, alles Demi bei mir, Anziehung und kommt zusammen. Ich habe scheinbar keine anderen Anziehungen, deswegen stellt sich für mich die Frage der Abgrenzung nicht. Also wobei, es gibt bei mir Ästhetik-Spikes, aber die sind äußerst selten, dass ich mal jemanden total hübsch finde. Aber dann habe ich keine Lust, die Person irgendwie näher kennenzulernen. Ganz im Gegenteil, das hatte ich ja in der Folge, wo wir über die ästhetische Anziehung gesprochen haben, ja auch gesagt, dann will ich die Person nur von Ferne betrachten. Wenn es limerent ist oder allgemein romantische Anziehung ist, dann möchte ich ja auch Nähe, dann möchte ich ja mit der Person auch interagieren. Deswegen, ja, für mich stellt sich die Frage nicht. Da bin ich, glaube ich, schlecht im Beantworten. Ja, nee, ich glaube, ich würde auch mal sagen, dass Limerenz ja erstmal nochmal dazu zurückkommen, dass Limerenz ja erstmal so ein wissenschaftlicher Begriff ist und auch ein wissenschaftliches Untersuchungsobjekt unter Anführungszeichen und jetzt nicht unbedingt eine einzelne Anziehungsform. Also ich würde mal sagen, dass Limerenz mit unterschiedlichen Anziehungsformen einhergehen kann. Und andererseits würde ich mal diese These aufstellen, die ich meine, die habe ich schon mal gesagt, Noir, aber dass ich glaube, dass Limerenz auch interpretiert wird in Richtung von Anziehungsformen. Oder dass uns nahegelegt wird, Limerenz zu interpretieren. Und dass uns in unserer Gesellschaft häufig nahegelegt wird, ja, du findest eine, also zum Beispiel, du findest eine Person hübsch, du denkst, du redest die ganze Zeit von ihr, das ist romantisch oder diese Limerenz ist romantisch. Und das bedeutet, du willst eine romantische Partnerschaft. Und das kann für viele Leute total stimmen, aber es kann halt auch total beeinflussen, wie Limerenz interpretiert wird.
Da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dazu. Ich habe eine bekannte Person, mit der ich jetzt nicht mehr so viel Kontakt habe, aber die habe ich vor ein paar Jahren habe ich die noch mal gesehen bzw. getroffen und dann haben wir länger darüber gesprochen. Und wir sind beide, haben uns beide eine Zeit lang in unserer Jugend in einem sehr konservativen, nicht queer-offenen Umfeld bewegt. Also auch in einem sehr heteronormativen Umfeld. Und dann hat sie mir erzählt, nach Jahren, dass sie draufgekommen ist, dass sie einer Person als Teenie Liebesbriefe geschrieben hat, also einem anderen Mädchen in dem Fall. Also richtig sehr, wo man jetzt sagen, ja, das sind sehr klare Teenager-Liebesbriefe. Aber sie hat das damals nicht als Verliebtheit, Limerenz oder romantische Anziehung interpretiert. Weil halt nahegelegt wurde, verlieben tun sich Mädchen in Jungs. So. Und wenn du Gefühle für eine Person des gleichen Geschlechts hast, dann ist das was anderes oder hat das was anderes zu sein. Und dementsprechend interpretieren wir unsere Erlebnisse auch anders durch unterschiedliche Lupen und Perspektiven. Und ja, da würde ich sagen, das ist einerseits kann Limerenz, glaube ich, mit unterschiedlichen Anziehungsformen kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Limerenz für manche Leute sexueller ist als für andere nur romantisch, wie für dich, Nora, dann für manche vielleicht mehr ästhetisch oder sensuell und unterschiedlich verknüpft. Aber ich denke nicht, dass Limerenz selber eine Anziehungsform ist, sondern Limerenz ist erst einmal ein körperliches und geistiges, ist geistig ist nicht das ganz richtige Wort, aber so ein menschliches Erleben, das in unterschiedlichen Richtungen interpretiert werden kann und das auf eine große oder größere Nähe zu einer anderen Person hinzieht oder hinzielt, die in Romantik und oder Sexualkontakt und oder anderen Kontakt, wie auch immer, münden könnte, sollte, also unter Anführungszeichen, jetzt nicht sollte im Sinne von, ihr müsst das alle tun, sondern so ein bisschen evolutionsbiologisch gedacht, jetzt was der Sinn davon sein könnte. Einerseits natürlich Gruppen zusammenzuschweißen, andererseits vielleicht für Nachkommenschaft zu sorgen, wie auch immer, was jetzt nicht heißt, dass das immer so ist oder sein könnte. Oder auch, weil wir ja oft, oder du sagst das öfter so, Limerenz bzw. Anziehung als Schnellstartmodell dafür, dass sich Menschen schneller näher kommen und eine Bindung schneller aufbauen, die vielleicht länger zum Aufwand brauchen würde, was ja auch in Gruppen, wenn wir so drüber nachdenken, einfach auch eine wichtige Rolle gespielt haben könnte, spielen kann. So. Das war jetzt sehr viel spekulative Finntheorie. Klang Sorry. aber interessant. Sorry, also wie gesagt, ist natürlich relativ spekulativ, aber so sehe ich das ein bisschen. Fühlen sich Limerenz und Anziehungsformen anders an, würde ich sagen. Wir haben schon ein bisschen beschrieben, wie sich Limerenz anfühlt und sozusagen Anziehung zu empfinden. Also ich empfinde ja durchaus sexuelle Anziehung immer wieder mal, aber keine Limerenz in dem Sinne. Also dieses ganze Limerenz-Erleben und auch, was Menschen als Verliebtheit beschreiben, sagt mir so gar nichts persönlich in der Erfahrung. Aber sexuelle Anziehung empfinde ich schon mal stärker, mal weniger stark. Also oft weniger stark. Ja, nee, ich benutze für mich momentan so als Arbeitslabel, wenn man so will, Ace Spike Flux, weil ich schon manchmal so Spikes habe, aber dann halt auch viel, wie manchmal einfach auch so ganz schwach oder gar nichts. So, I guess. Aber es ist halt nicht dieses, es fehlt halt diese Fixierung so ein Stück weit. Ich glaube, dieses ganze hormonelle Feuer. Also jetzt, ich sage jetzt nicht, dass bei mir gar nichts mit Hormonen ist, aber dieses hormonelle Feuer, das du zum Beispiel beschreibst, oder das andere Leute beschreiben, wenn ich mit denen rede, das ist einfach nicht da. Und auch dieses Drängen und dieses Unangenehme, das ist einfach in der Form nicht da. Das kommt nicht bei mir. Und dementsprechend so würde ich es abgrenzen, denke ich.
Gut, dann haben wir wieder eine Frage zu Menschen, die Limerenz erleben. Wie gehen diese Menschen mit Ablehnung um? Wie lange hält man geheim, dass man auf eine andere Person steht, die man gegebenenfalls regelmäßig sieht und sich nicht traut, dieses Thema anzusprechen? Ich würde erstmal sagen, das ist wieder von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Ich kenne eine Person, die hat jahrelang nicht darüber gesprochen, dass sie in wen verliebt war. Also richtig, richtig lang. Nur, es kann auch ganz anders sein, glaube ich. Das halte ich nicht aus. nee, also wenn ich das nicht vorher quasi das Gefühl mit Annahme wegbekomme, dann spreche ich es irgendwann teilweise auch schon mal indirekt an. Also dann sag ich was. Also auch wenn ich einen Riesenschiss habe, irgendwie versuche ich es dann gestammelt rauszubekommen. Und ja, es ist gestammelt. Immer. Jedes Mal bei mir. Obwohl ich normalerweise nicht rumstammle. Aber ich schaffe es zu sprechen. Ja, aber wie lang? Also kann ich nicht wirklich sagen. Also wenn ich jetzt von meinen beiden Beziehungen ausging, also bei der einen Person hatte ich Zeitdruck. Wie gesagt, da war es ja so, dass wir uns wahrscheinlich nicht wiedersehen. Das heißt also, entweder ich handle oder ich handle nicht. Und da habe ich das dann irgendwie an einem Abend, als wir mal alleine waren, das war auf so einer Fahrt, wo wir gemeinsam mit mehreren, ich war damals 19, ja, wusste, dass wir uns danach eventuell nicht wiedersehen, wenn wir nicht irgendwie Kontakt austauschen. Da habe ich das dann der Person gesagt. Aber da ging es mir eigentlich nur ums Wiedersehen, wie gesagt, gar nicht um eine Beziehung. Ist trotzdem eine draus geworden. Da habe ich das dann irgendwie meinen Mut zusammengekratzt, als wir allein waren, habe es gesagt. Bei der anderen Person war ich mir noch nicht mal sicher, ob ich es überhaupt sagen möchte. Aber irgendwann hat die Person mich mit einer Kleinigkeit verärgert, dass ich hier jetzt nicht rauslege. Ist witzig, die Geschichte, aber das ist nichts für einen Podcast. Das vielleicht mal privat, okay. Wenn du möchtest. Da war ich halt sauer und da habe ich gesagt, okay, das reicht jetzt. Also jetzt muss ich mal Klartext reden, wenn die Person es nicht auf die Reihe kriegt, weil an dem Moment war auch schon klar, dass diese Person auch limerent ist. Das haben alle gesehen, das habe dann irgendwann auch ich gesehen, obwohl ich selbst limerent war. Ich glaube, ich brauche gar nicht so lange, aber das liegt einfach daran, dass ich meine Emotionen gerne im Gleichgewicht habe. Was heißt nicht so lange? Also im Schnitt so 2-3 Monate können es schon sein. Manchmal auch nur 2 Wochen, das ist immer unterschiedlich. Aber das hängt auch von den Personen ab. Wie gesagt, es gibt Leute, die brauchen Jahre. Es gibt Leute, die merken, oh, ich bin verliebt, ich halte das nicht mehr aus, ich sag's direkt. Es ist unterschiedlich. Menschen sind unterschiedlich, Emotionen sind bei jedem unterschiedlich. Wir fühlen alle anders und dementsprechend kann man da, glaube ich, keine Faustregel aufstellen. Ja. Ja, beziehungsweise dieses Nicht-Trauen, sich das anzusprechen, ist natürlich, also klar, es ist, glaube ich, also, was ist klar, ich kann es jetzt nicht emotional nachvollziehen, weil ich es nie erlebt habe, aber von dem, was ich gehört habe von verschiedenen Menschen und so, ist es ja schon auch immer sehr, weil du sagst auch, es ist immer Gestammel und es ist halt auch dann immer nervös und immer lehnt diese Person mich ab oder nicht oder kann ich mich trauen, das zu sagen? Und insofern finde ich das total verständlich, wenn sich wer nicht traut. Aber ich glaube tatsächlich, dass über kurz oder lang, wenn es nicht abflacht von selber und regelmäßig Kontakt ist, der das auch noch pusht, weil das wäre ja nochmal so ein Thema, Abstand, ach, was man tun kann, Abstand. Ja. Also, dein Kopf will das wahrscheinlich nicht hören in dem Moment, aber nein. Es führt halt dazu, dass das nicht weiter aufgepusht wird wenn du die Nähe zu der Person bringst, ja wieder die Hormone zum Feuern, soweit ich das verstanden habe, und dann wird das Gefühl ja wieder verstärkt und pusht sich wieder auf und dann wieder tschüss, wieder, oh nein, die Person ist nicht da, ich will das wieder und so weiter. Also, das kann man, glaube ich, noch tun. Aber da ist dann, glaube ich, wenn ich mich nicht traue, das anzusprechen und ich merke, dass das immer weiter und immer weiter kommt, ist es vielleicht schon gut, wenn es möglich ist, sage ich mal, so ein bisschen Abstand zu suchen und auch der Person vielleicht,
Ich meine, klar muss der anderen Person dann irgendwie verklickert werden. Es ist nicht, dass ich dich nicht mag. Und das ist wahrscheinlich auch was dann wieder die Angst zum Sprechen bringt. Was, wenn die Person mich jetzt nicht mag, wenn ich ihr das sage oder so? Aber es wäre eine ganz, kann da eine ganz sinnvolle Aktion sein, sage ich mal. Und dann kam jetzt noch die Frage, wie mit Ablehnung dann umgegangen war. Die war ja auch noch mit drin. Ne? Das ist auch wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich habe bis jetzt durch Limerenz und Verliebtheit noch keinen einzigen Menschen verloren. Also alles ist Freundschaft geblieben. Manches ist eine engere Freundschaft geworden oder es ist eine Beziehung daraus geworden. Aber ich habe auch wirklich sehr tolle, verständnisvolle Menschen um mich. Oder aber es gab auch schon mal, dass ich es gar nicht gesagt habe. Da hat es aber auch geklappt mit dem Auslaufen lassen bei mir. Also dass ich die Emotionen akzeptiert habe. Und es ist dann von alleine ausgelaufen. Das ging auch. Also ich weiß, dass das auch ganz anders laufen kann, aber bei mir ist noch nichts daran zerbrochen. Voll. Also ich glaube auch, dass das von Mensch zu Mensch total unterschiedlich ist, wie eine Person damit umgeht. Also es gibt ja Menschen, die tun sich sehr noch schwerer mit Ablehnung als andere. Also ich glaube, Ablehnung ist für niemanden schön. Und schon gar nicht, wenn meine Hormone feuern und dann sagen, es ist der... gerade der absolute Untergang, dass diese Person dich abgelehnt hat, vermutlich. Weil du irgendwie deine ganzen Träume, die du dir gerade gemacht hast in deinem Kopf für mit was die Zukunft mit der anderen Person, die noch gar nicht da war, aber die sich vielleicht vorgestellt wurde oder so, dann plötzlich weg ist und dein Kopf sagt, nee, es wird niemals sein, oh nein, schrecklich, meine Zukunft ist quasi weg oder so. Oder dieses ganze Schöne ist quasi weg, was ich mir gewünscht habe. Und vielleicht mag diese Person mich jetzt gar nicht mehr und so. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass das, oder ich kann das schon verstehen, ich glaube, das ist für jeden schwierig. Ich glaube, für manche Leute ist Ablehnung nochmal schwieriger. Und natürlich gibt es auch immer Leute, die schlecht auf Ablehnung reagieren. Also ich will jetzt auch nicht sagen, jeder Mensch reagiert immer gut auf Ablehnung. Ja. Aber es gibt auch Menschen, die damit umgehen können. Und ich denke, es ist jetzt nicht so, dass jede Person total durchdreht, wenn sie abgelehnt wird. Und ich glaube, dass auch sehr viele, oder dass mehr FreundInnenschaften erhalten bleiben würden, wenn wir ihnen die Chance geben nach einem kurzen Abstand. Also wenn wir einfach diesem, gerade wenn ich dieser Person dann erlaube, Abstand von mir zu nehmen für eine Weile, vielleicht redet man dann auch drüber, wann, oder vielleicht wird dann auch drüber geredet, wann sich wer wieder melden kann oder so. Aber einfach diese Zeit zu geben und dann wieder weiter zu gehen, so. Wichtig dafür ist, glaube ich, auch, dass man eine Person dafür nicht, wie soll ich sagen, dämonisieren darf, dass sie sich in jemanden verliebt hat, auch wenn die Person das nicht möchte. Weil das stresst ja nochmal zufällig. Das macht die Person ja nicht, um dich zu ärgern. Das ist einfach passiert. Also man kann es im besten Falle als schön betrachten und sagen, okay, ist toll, ich möchte da zwar nichts mit dir anfangen, aber schön, dass du mich magst. Oder man kann ihm sagen, sorry, ich kann damit wirklich nichts anfangen, also das wird nichts. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich darüber gefreut, dass die Menschen bei mir immer super damit umgegangen sind, die es nicht wollten, und ich da keinen Stress hatte. Und das habe ich, glaube ich, auch gebraucht. Ja, genau. Schwierig, also beziehungsweise anstrengend wird es natürlich dann, wenn eine Person mit dem Nein nicht umgehen kann oder irgendwie, ja, pushy wird, schwierig wird. Das hatte ich ja auch schon. Also die Person war in mich verliebt und sie war jetzt nie dezidiert übergriffig und sie hat auch immer gesagt, ja, ist okay, wenn ich irgendein Nein gesagt habe, und ich habe dann auch Grenzen gesetzt und die wurden dann grundsätzlich auch, oder die meisten wurden beachtet, so. Aber es war halt schon dann immer so ein, na, vielleicht ändert sich bei dir ja noch was und ich versuche das jetzt nochmal und ich frage dich jetzt nochmal, und also so nach einiger Zeit, ich frage dich wieder, und ich war immer so, hey, nee, ich habe Nein gesagt, you know, verstehst du es, Noah, so. Ja, verstehe einer, das. Also so richtig, also die Person ist einfach so unangenehm pushy geworden. Und ich meine, wir haben auch jetzt noch Kontakt. Das ist jetzt nicht so, als wäre das eine total üble Person oder als hätte der dann irgendwie Sachen gemacht, die voll super schwierig gewesen wären oder hätte irgendwas mit mir gemacht, was ich nicht wollte oder so. Aber es war halt
richtig schräg teilweise, so. Beziehungsweise dann auch sehr anstrengend, weil immer dieses, hey, nein, ich habe nein gesagt, nein, hier ist eine Grenze, gentle reminder oder so, das wird halt irgendwann auch mal anstrengend, das kostet Energie. Verstehe ich, aber da ist auch wieder jeder Mensch anders. Also ich muss sagen, wenn ich ein direktes Nein kriege, dann höre ich auch auf, dann für mich reicht das, dann habe ich meinen Realitätscheck und dann ist gut. Aber da ist halt auch jeder Mensch anders. Aber das kann ich mir vorstellen, das ist anstrengend. Ich schätze halt auch, beziehungsweise so wie ich die Person einschätze, und da kann ich natürlich voll Unrecht haben, habe ich halt auch das Gefühl, dass der sehr auf seine, schwer zu sagen, so sehr auf seine Gefühle aufspringt, dass da andere Probleme unter Anführungszeichen oder Schwierigkeiten auch noch waren. Also von wegen, ich brauche jetzt endlich diese Beziehung, weil die alte Beziehung ist auseinandergegangen bzw. zerbrochen. Und da war auch noch sehr viel Verletzung da, glaube ich. Und das war, glaube ich, auch so ein, hey, jetzt bin ich in die nächste Person verliebt. Und es kann nicht sein, dass die mich jetzt ablehnt, weil alles, was ich mir gewünscht habe, soll jetzt endlich passieren. Und ich stehe dann halt daneben und denke so, du hast noch so viel Zeit. Aber andererseits natürlich, wenn ich mich da hineinversetze, auch ein Stück weit. Ich meine, es wäre natürlich trotzdem schön, wenn es nicht so anstrengend gewesen wäre. Und ich finde es trotzdem schwierig, wenn jemand so extrem pushy wird. Aber ein Stück weit kann ich auch, also da waren noch andere Dinge los. Und vielleicht ist es auch ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe. Es gibt Leute, die können mit Ablehnung so ein bisschen besser umgehen als andere, auch wenn es für alle schmerzhaft und schwierig ist. Und ich glaube, er hat sich halt auch sehr schwer getan, in dem Moment und in der Situation mit Ablehnung einfach umzugehen. Ja, nee, denke, dass das mehrere Ebenen hat, kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, also schmerzhaft ist es für mich auch und akzeptieren will man es im ersten Moment auch nicht. Und ich kenne das auch, wenn ich wirklich limerent bin, dass dann auch der Versuch vor meinem Kopf kommt, sich noch Ausreden einfallen zu lassen. Aber meistens, wenn ich ein direktes Nein bekommen habe, reicht mir das auch. Dann gibt es noch ein paar, ich sag mal, ein paar Tage noch Hoffnung und dann irgendwann, nee, das war ein Nein, das ist gut und hör auf. Und dann kann ich es langsam abklingen lassen. Aber natürlich flammt immer mal wieder ein bisschen was aus und ich muss mich dann wieder an das Nein erinnern und gut. Aber ich glaube, das hängt auch wirklich damit zusammen, in welcher Situation befindest du dich gerade, was du gesagt hast. Kommen da noch andere Sachen dazu? Also ich glaube, das kann man nicht allein an der Limerenz festmachen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es nicht von, also dass eine Person nicht deswegen total pushy und unangenehm wird, nachdem sie Nein bekommen hat, weil sie limerent ist, sondern dass es einfach Leute gibt, die sich da ohnehin schon schwer tun und dann mit Limerenz nochmal nochmal mehr dieses, also durch das hormonelle Feuer nochmal mehr dieses, ja, vielleicht geht ja doch was, vielleicht so. Dieses genau Hoffnung-Verzweiflungsspiel. Ja. Aber dass ein sehr großer Teil der Menschen auch mit Ablehnung umgehen kann, sagen wir mal so. Beziehungsweise halt beides gibt. Ja, dann hat uns wer gefragt, oder wahrscheinlich vor allem dich, wie krieg ich's hin, dass ich den Kram genießen kann, ohne mich und die Person, in die ich stark verliebt bin, damit zu stressen? Ja. Das klingt nach einem Lebensprojekt. Wollte ich gerade sagen. Ja. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Also ich kann das in Teilen genießen, weil ich hatte ja schon gesagt, dass mir das auch ganz viel Energie gibt und Kreativität und alles fühlt sich irgendwie leichter an und ich schaffe auch meine Dinge, sogar meinen Haushalt, alles schneller und besser, weil ich einfach voller Energie bin, die Person nicht stresse. Es ist, ja, weiß ich nicht, dass ich die Person nicht stresse, schaffe ich nur mit Kommunikation. Ich kann mich nicht mehr wirklich auf mein Gefühl in dem Moment verlassen. Deswegen muss ich dann wahrscheinlich nachfragen. Also ich glaube, die größte Gefahr ist, in die ich auch immer, sind diese Gedankenspiralen, indem man sich dann selber irgendwie sagt, und man vielleicht nicht ganz richtig wahrnimmt, wenn man sich das bewusst macht, wie gesagt, beste Möglichkeit ist, andere Leute immer nachfragen, sehen die das ähnlich? Man kann es ja auch über Ausreden machen, wenn man nicht direkt sagen möchte, dass man sich verliebt hat, aber inzwischen bin ich dabei, dass ich es meistens zugebe, den anderen gegenüber, den ich vertraue, dass sie nicht gleich rüberrennen und sagen, Noah hat sich in dich verliebt. Das möchte ich nämlich nicht haben. Wir sind doch nicht mehr im Kindergarten oder im Gymi.
Hoffentlich. Man hofft das, aber... Ja, okay, ich weiß. Dem Kindergartenalter entwachsen ist optional, aber trotzdem. Ja, genau. Also das Beste ist halt wirklich irgendwie sich, ich glaube, also um sich nicht zu stressen, sich Überprüfungen holen, würde ich sagen, gucken, ist da wirklich was dran. Ja, also viel mehr kann ich da auch nicht sagen. Also die Energie, die mir das gibt, die kann ich definitiv genießen. Auch die Augenblicke mit der Person kann ich genießen. Die Person nicht zu stressen, tja, im Endeffekt kann ich nur nachfragen. Bei der Person selber oder bei anderen, ob die sich gerade gestresst fühlen, wenn ich das denn hinkriege. Weil wie gesagt, der Person gegenüber bin ich meistens, also wenn ich wirklich liberent bin, nicht nur leicht verliebt, dann wie gesagt, muss ich aufpassen, dass ich nicht ins Stammeln komme. Aber meistens klappen Sätze, wenn ich Umwege mache und nicht direkt das Thema anspreche, dann kriege ich auch gerade Sätze raus. Das Stammeln kommt meistens, wenn ich sage, okay, jetzt will ich mutig sein und das Ganze gestehen. Ja. Mehr fällt mir da jetzt ehrlich gesagt auch nicht ein. Was ich jetzt irgendwie auch verstanden habe, ist zu lernen, diese Energie, die da auch frei wird oder diese vielleicht auch die, also die positive und die negative Energie vielleicht auch, also Energie ist so ein unmögliches Wort, aber diese ja, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken Kraft, soll. Es ist mir gerade, wie ich es gesagt habe, ist mir eingefallen, dass ich es eigentlich gerne anders ausdrücken würde, aber du findest, also diesen Antrieb vielleicht und diese Motivation ja. In beide Richtungen, diese Gedanken, die du machst, irgendwie umzusetzen oder einen Weg zu finden, die umzusetzen in entweder etwas Produktives oder in etwas Kreatives. Mhm. Also irgendwie was weiß ich, entweder eine kreative Tätigkeit oder wie du sagst, halt Haushalt und keine Ahnung was. Also es kann ja auch dann bei jeder Person was anderes sein, denke ich. Mhm. Und was anderes, was mir noch einfallen würde, aber ich weiß jetzt nicht, wie gut ein Ratschlag von mir da ist. Wahrscheinlich eher weniger gut, keine Ahnung. Probier's. Wäre so, was wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist in der Situation. Aber sich immer wieder auch daran erinnern oder sich bewusst machen, was das eigentlich gerade ist, was los ist. Und dann entsprechend damit umgehen. Also was heißt entsprechend damit umgehen? Eben wie du sagst, mit Freunden reden, denen vertraut werden kann. Und meistens, also wenn ihr solche Leute nicht habt, dann ist das natürlich nochmal eine andere Frage. Aber wenn solche Leute existieren, dann ist, glaube ich, drüber reden ganz gut. Und einfach dieses Nicht-Vergessen, dass, also sich auch zu versuchen, sich diesen Reality-Check zu geben oder zu holen. Was passiert jetzt in meinem Kopf? Was stelle ich mir gerade vor? Und was ist einfach, was ist die Realität gerade so? Die Realität ist wahrscheinlich, ich bin stark verliebt. Vorstellen werde ich mir dann wahrscheinlich viel, viel mehr mit der Person oder den Personen. Genau, also sich bewusst machen, das ist auch noch eine gute Idee, sich bewusst machen, ich bin gerade stark verliebt, ich bin auch nicht der einzige Mensch, dem das passiert, da gibt es auch noch andere. Also ich bin nicht komisch, ich bin nicht kaputt, das war nämlich am Anfang mein Problem, dass ich dachte, okay, mit mir geht jetzt irgendwas kaputt. Es ist ein emotionaler Ausnahmezustand und ich reagiere jetzt so, weil, ja, Hormone und so weiter, sich das bewusst machen und ich muss sagen, das hilft mir inzwischen schon. Es wird bei mir meistens gar nicht mehr so extrem, seit ich mich wirklich damit beschäftige und mir wirklich bewusst bin, okay, ich bin nicht der einzige Mensch, es reagieren auch andere so. Das ist ein Ausnahmezustand und umso mehr ich mir das bewusst mache, umso besser komme ich auch mit klar. Also das alleine hilft mir eigentlich auch schon. Ja. Vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, das ist jetzt dieser körperliche Prozess, auch dieser hormonelle Prozess, ich habe das jetzt und diese Gedanken, das hat Schönes und weniger Schönes. Und ich muss jetzt nicht vielleicht auch, ja, auch schwierig, wenn die Hormone dir was anderes sagen und du dir irgendwas zusammenträumst gerade, also jetzt gar nicht negativ gemeint, aber du hast halt Vorstellungen dann von der Zukunft mit der Person, soweit ich weiß, in vielen Fällen. Mhm. Und aber sich zu erinnern oder versuchen, sich zu erinnern oder von anderen Menschen, denen eins vertraut, sich sagen zu lassen oder erinnern zu lassen, hey, du hast dich jetzt verliebt, du wirst dich eventuell auch wieder verlieben. Das ist jetzt nicht die Person, mit der du dein
also das kann die Person natürlich sein oder es kann eine der Personen sein, mit denen du dein ganzes Leben verbringst oder eine Partnerinnenschaft eingehst oder was auch immer. Das kann schon sein, aber es muss nicht sein. Und ich glaube, dieses es muss nicht sein und es ist nicht das Ende, wenn das jetzt abgelehnt wird oder so, auch wenn sich's wie das Ende anfühlt, keine Frage, das glaube ich sofort und das ist, glaube ich, auch relativ wichtig, auch wenn das, glaube ich, auch schwerfällt. Vielleicht noch ein wichtiger Gedanke, den ich gerne als mein früheres Ich gehört hätte. Dein Glück hängt nicht von der anderen Person ab. Absolut. Ja, und wie man die, und beziehungsweise wie die andere Person nicht gestresst werden kann, wie du sagst, ich glaube, nachfragen ist ja das Beste. Also, es muss ja nicht, ihr müsst ja nicht sagen, hey, ich habe mich in dich verliebt, bin ich zu, also stresse ich dich. Es wäre ja auch mal möglich zu fragen, hey, bin ich dir gerade zu clingy, also auch auf einer, es kann ja auch auf einer freundinnenschaftlichen Ebene sein, dass eine Person clingy ist oder beanspruche ich dich gerade zu viel oder so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, also es muss ja nicht immer die Verliebtheit im Zentrum stehen von dem Gespräch, sondern ich kann ja auch fragen, hey, nerv ich dich gerade? Ist es okay? Einfach vielleicht bewusst nochmal mehr auf die Grenzen achten. Gerade wenn eins weiß, dass eins gerade sehr, sehr stark Nähe sucht und sehr, sehr, ja, stressig ist, I guess. Oder stressig sein kann. Oder sich stressig und nervig fühlt, weil die ganze Zeit, dass es hin und her schon stattfindet zwischen mag mich diese Person, mag sie mich nicht, bin ich vielleicht zu nervig, bin ich zu anstrengend, war ich gerade zu peinlich, keine Ahnung was. In so 70% der Fälle hat das die Person wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Und wenn doch, dann wird sie vielleicht sagen, ja, hey, warte, ich brauche jetzt ein bisschen Abstand oder so und dann... Ich will mir nicht vorstellen, was dann in deinem Kopf passiert, aber... Aber ich finde, das geht auch schon gut zur nächsten Frage über, was du jetzt gerade gesagt hast. Die nächste Frage war ja, wie kann ich Leuten, die in mich stark verliebt sind, sagen, dass ich das nicht erwidern kann, ohne ihnen wahnsinnig weh zu tun? Und das, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, wenn mir eine Person sagt, also, das ist mir zu viel, so viel Nähe möchte ich gar nicht. Ich mag dich, aber nicht auf diese Art und Weise, wenn mir jemand respektvoll eine Ablehnung gibt, dann wäre das super. Also ich glaube, für mich wäre das Wichtigste, dass eine Person mich respektvoll ablehnt. Also nicht sage, wie kannst du dich in mich verlieben? Geh weg. Gab's alles schon. Wenn jemand mit Abscheu reagiert, das ist ungünstig. Aber wenn jemand sagt, du, das mit uns wird nichts, ich empfinde da nicht das Gleiche, ich habe da nicht das Interesse dran. Wenn das jemand respektvoll macht und sagt, ne, darüber redet, was brauchst du jetzt? Brauchst du jetzt Abstand von mir oder so? Ich wäre an der Freundschaft interessiert, aber vielleicht brauchen wir jetzt erstmal eine Pause. Wenn man trotzdem versucht, auf Augenhöhe sprechen zu können, ich glaube, so kann man das machen. Wehtun wird es immer. Das kannst du nicht verhindern. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Es darf auch mal wehtun. Würde ich behaupten. Voll, also ich glaube schon allein, weil Hormone dir in dem Moment sagen, meine Welt bricht jetzt zusammen oder so. Oder auch alles, was ich mir vorgestellt habe, alles, was ich mir gerade gewünscht habe, alles, was ich mir gerade vielleicht auch auf diese Person projiziert habe oder keine Ahnung was, was auch immer was auch immer da passiert, das ist sicher auch bei jedem so ein bisschen ein Unterschied. Oder weil halt das Gefühl da ist, dass alles von der Person abhängt. Aber ich denke, dass nach kurzer Zeit auch immer, oder wie gesagt, es gibt immer Menschen, die nicht mit Ablehnung umgehen können. Ja. Natürlich. Aber wenn eine Person mit Ablehnung einigermaßen gut umgehen kann, dann geht das ja auch, dann dieser Schmerz ist ein bisschen, ist eine Zeit lang da, dann flacht der ab. Und ist wieder weg, so wie bei jedem anderen Schmerz auch. Also, was heißt bei jedem anderen Schmerz auch? Wir Menschen schaffen es natürlich auch immer wieder, Schmerz festzuhalten und eben nicht gut damit umzugehen. Was jetzt nicht heißt, dass wir Schmerz nicht auch mal fühlen sollten. Schmerz ist absolut valide und ein wichtiges Gefühl auch.
Aber im Normalfall oder in den meisten Fällen haben wir ja jetzt nicht drei, also gut, wieder. Es gibt keine Zeit, wie lange Liebeskummer oder was auch immer dauern darf oder so. Das gibt's nicht. Aber eben, das geht vorbei, so. Wann auch immer. Es ist nicht der Weltuntergang, wie es im ersten Augenblick aussieht. So. Und ich glaube, das zu wissen und dann ehrlich und trotzdem respektvoll zu sein, zu fragen, was brauchst du jetzt? Sollen wir Abstand halten? Wann kannst du mir sagen, wann ich mich wieder melden kann? Oder meldest du dich? Also einfach zu schauen, was wird jetzt gebraucht und kann ich noch irgendwas für dich tun? Oder hast du irgendwen, zu dem du jetzt gehen kannst und mit dem du drüber reden kannst, vielleicht auch? Weil ich werde es in der Situation vermutlich nicht sein. Oder hoffen. Also ich kann es halt nicht in der Situation. Einfach wegen dem hormonellen Zustand und alles andere. Und weil es wahrscheinlich besser ist, wenn ich nicht da bin und dieses Gefühl vielleicht auch nochmal pushe. Genau, damit nicht wieder im Kopf, ach, aber die Person ist doch nett zu mir, vielleicht ist er ja doch was. Deswegen, also meine Erfahrung, das muss nicht für alle Menschen gelten, aber meiner Erfahrung nach ist ein bisschen Abstand besser und dann lieber andere Personen und lieber ein bisschen Pause machen. Ja. Es sieht natürlich wieder ganz anders aus, wenn, ach naja, gut, wenn da schon eine Beziehung bestand und mehr Ja, zusammenhängt, aber gut, das wollen wir jetzt hier nicht aufmachen, das das ist ja Fass, noch denke mal ich. eine andere Sorte von Genau. Liebeskummer, wenn da Bindung ist und das dann Gut, nee, zerbricht. aber Natürlich genau. auch. Aber wir reden ja jetzt von Ablehnung, wenn jemand verliebt war. Und da ist ja vieles einfach auch noch nicht real, sondern in der Vorstellung. Und was auch Verliebtheit pushen kann, ist natürlich Berührung. Mitunter. Genau. Ja, wir haben hier jetzt eine sehr ähnliche Frage nochmal. Ich werde es jetzt trotzdem nochmal kurz vorlesen. Wenn ich mit der Person eigentlich gern weiter befreundet bleiben würde, was wäre ein guter Weg, um in so einem Fall die Person romantisch abzuweisen? Also gleichzeitig ehrlich sein, aber auch nicht grausam. Ich mag die Formulierung meiner Frage selbst nicht, finde aber gerade keine anderen Worte, weil ich es noch nie richtig in Worte gefasst habe bisher. Im Prinzip das, was wir gerade gesagt haben. Ja, Also. ich denke auch, wie gesagt, das ist möglich. Ich weiß, dass auch viele Leute, also dass auch einfach Freundschaften zerbrechen über Klar. Verliebtheit, Limerenz. Entweder weil eine Person nicht damit umgehen kann, dass die andere sich in sie verliebt hat, oder weil die andere Person nicht mit Ablehnung umgehen kann und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste ist ja irgendwie einfach ehrlich, aber klar zu kommunizieren. Trotzdem zu zeigen, hey, ich mag dich als Menschen, es ist okay, wenn du Abstand brauchst, ich würde mich aber freuen, wenn wir weiter unsere Freundinnenschaft hätten und dann auch zu schauen, ja, wie machen wir das? Also, vielleicht auch um dieses, darf ich mich jetzt wieder melden oder nicht, zu vermeiden, halt das vorher zu besprechen oder einfach zu schauen, ich schreibe halt mal nach ein paar Wochen und frag, wie sieht's aus? Ja, Ist es das könnte okay man oder auch abmachen. nicht? Ich möchte nur kurz erwähnen, Ja. es ist auch in Ordnung, wenn der Kontakt abbricht. Ne? Also Ja. wenn ihr damit gar nicht umgehen könnt, dass da eine Person in euch verliebt ist, habt ihr natürlich auch das Recht zu sagen, nee, sorry, da komme ich gar nicht klar und könnt auch komplett abbrechen. Das ist auch in Ordnung. Genau, Das aber ist im Leben so. Gleiches gilt halt auch für die Person, die sich verliebt hat. Ja. Wenn die sagt, hey, ich komme da jetzt gar nicht damit klar, da noch weiter eine Freundinnenschaft zu führen, dann ist es auch deren Recht zu sagen, hey, ich ziehe mich da komplett raus, weil das ist zu belastend für mich. Und ich denke, das ist dann natürlich schmerzhaft. Das ist wahrscheinlich also beides schmerzhaft für irgendwen. Vermutlich sogar für beide, tatsächlich. In jedem Fall. Ich würde halt sagen, es ist trotzdem besser, das ehrlich und offen und klar miteinander zu kommunizieren und auszusprechen, als dass der Kontakt sich dann im Sande verläuft und kein Mensch weiß, was ist jetzt eigentlich los. Also, okay, ich sage jetzt nicht, dass das in jedem Fall schlecht ist und auf die Art und Weise, aber Klarheit hilft halt oft. Und das Gespräch ist natürlich dann schwieriges. Also,
das ist kein angenehmes und einfaches Gespräch, aber ich glaube, es ist trotzdem besser, das geführt zu haben, wenn du mich fragst. Hm. Ja, denke ich auch. Ja, eine Frage hätten wir dann noch. Hm? Brauchst du, damit deine starke Verliebtheit zu ihrer beglücktesten Ausprägung kommt, dass das Gegenüber deine Liebe erwidert, oder endet die Verliebtheit in einem solchen Fall sogar abrupt? Also abruptes Ende hatte ich noch nie. Das wäre ja manchmal schön, wenn ich einfach einen Schalter umlegen könnte, peng, aus. aber nein, was ich dafür brauche, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Also ich meine, ich hatte ja schon den Fall, dass nicht nur ich Limmerin war, sondern die andere Person auch. Und wir das rausgekriegt haben und dann waren wir eigentlich ziemlich glücklich. Dann haben wir eine Beziehung gestartet und da habe ich Nähe gebraucht halt zu der Person. Also viel Kontakt am Anfang, das wurde mit der Zeit weniger. Einfach Zeit mit der Person verbringen, auch mit anderen Menschen, aber eben auch viel mit der Person. Ja. Ja, also ich glaube persönlich auch, wenn die Verliebtheit halt erwidert wird, diese ganzen negativen Sachen fallen dann natürlich so ein Stück weit weg, weil dann hat sie quasi unter Anführungszeichen Ziel erreicht, beziehungsweise wird erwidert oder nicht. Ja, machst Nein, du trotzdem fällt. Zweifel? Es fällt nicht sofort weg. Ja, okay. Also das wäre schön, aber es gibt immer wieder Punkte, die einen trotz dessen verunsichern. Es bleibt, braucht weiterhin Kommunikation. Ja, klar. Denn mein Fall war ja auch eine Fernbeziehung. Da war natürlich eine Menge Sorge immer noch mit bei. Also es ist nicht sofort weg. Es war ja auch so, wenn wir uns dann eine Weile nicht gesehen haben oder ich weg musste, dass ich dann trotzdem diesen Druck hatte, weil ich auch nicht wusste, es war halt ungünstig, dass ich nicht wusste, wann ich den Menschen wiedersehe. Dass ich dann immer dieses Druckgefühl dann hatte. Aber es wurde halt besser. Es wurde halt alles leichter, weil, ich sag mal, es ist in eine Bindung mehr oder weniger ausgelaufen. Und damit hat sich das abgeschwächt. Inzwischen haben wir ja keine romantische Beziehung mehr. Ich bin mit diesem Menschen befreundet. Jetzt habe ich das nur noch ganz, ganz leicht. Aber ich habe irgendwie halt eine besondere Verbindung behalten. Und ich brauche zu diesem Menschen nach wie vor ein bisschen mehr Nähe als zu anderen. Aber das haben wir ja auch. Ja, dann vielleicht kein abruptes Ende, aber es läuft halt eben aus so. Hm. Oder es... Hm. Vielleicht gibt es auch Menschen, wo das dann peng und Ende. Aber kann ich sein. Also nicht. Wobei ich bei der Frage, oder endet deine Verliebtheit in einem solchen Fall sogar abrupt, denken muss, sind halt so, also es gibt ja durchaus Erfahrungen und auch Mikrolabel oder Label auf dem aromantischen Spektrum, die sich also darauf beziehen, dass eine Person entweder nur romantische Anziehung empfindet, bis die erwidert wird oder wenn sie erwidert oder wenn sie nicht erwidert wird. Und da kann ich mir dann, also Liv-Romantik und Akoi-Romantisch, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich hoffe mal. Und in dem Fall kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Person vielleicht limmerent ist oder sich verliebt oder was auch immer jetzt. Mhm. Und dann diese Verliebtheit einfach endet. Weil, also weil das Gefühl einfach, oder weil einfach der Wunsch da eine tatsächliche, also zum Beispiel, weil der Wunsch eine tatsächliche Partnerinnenschaft zu haben oder das erwidert zu haben oder was auch immer, also romantische Partnerschaft jetzt, kann natürlich unterschiedlich sein und das ist jetzt ja auch nur eine Idee, aber einfach weil das nicht da ist vielleicht oder aus anderen Gründen. Hm. Ja, also ich, wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei einigen abrupt endet, bei mir ist das nicht der Fall. Mhm. Ja. Ich glaube, das mit der beglücktesten Ausprägung ist nicht so einfach zu beantworten. Nee. Weil was ist die beglückteste Ausprägung? Also glücklichst ist halt immer das Höchste, was du dir vorstellen kannst, über dem, was du jemals erlebt hast, gefühlt. Aber ich glaub, sorry. Man kann ja auch nicht dauernd glücklich sein. Ja, natürlich. Also, es sind immer nur einzelne Momente, aber vielleicht kann man einfach möglichst viele davon bekommen, indem man viel Zeit miteinander verbringt und aber auch mit anderen Menschen das teilt. Voll. Und sich an kleinen Dingen freut. Ja. Total. Ja, gut. Dann sind wir für heute durch mit unseren Fragen. Ich sag mal, eine Folge zu Limmerenz wird noch kommen. Ja. Und vielleicht setzen Noah und ich uns auch nochmal hin und beantworten Fragen. Wir werden sehen. Aber dann lass uns mal
weitergehen zu unseren Kategorien. Sehr gern. Ich habe euch heute einen Begriff für die Lexikon-Ecke mitgebracht, und zwar PDA-Beziehung, beziehungsweise Englisch, kommt vom Englischen PDA. Der Begriff PDA steht für Public Display of Affection und bezieht sich auf das öffentliche Zeigen von Zuneigung zwischen Partnerpersonen. In einer PDA- oder PDA-Beziehung sind die Partnermenschen offen und demonstrativ in ihrem Zeigen von Zuneigung und Zusammengehörigkeit zueinander, auch in der Öffentlichkeit. Das meint also zum Beispiel, dass es das eben Formen annehmen kann, wie zum Beispiel, dass sie zeigen, dass sie Hand in Hand gehen, sich umarmen, sich küssen, zärtlich berühren, einfach Zuneigungsbekundungen in der Öffentlichkeit und an öffentlichen Orten zeigen, sich da also besonders offen geben. Genau. Ja, und ich habe euch heute etwas für die Kulturecke mitgebracht, und zwar das Buch Ray Bearer von Jordan Ifoeko. Das Buch ist auf Englisch, ist ein Fantasy-Roman, und was ich sehr spannend finde persönlich, ist, dass die Fantasy jetzt nicht auf europäischer Mythologie oder Legenden basiert, sondern auf Mythologie und Kultur vom afrikanischen Kontinent. Worum geht's? Also die Hauptfigur, die Protagonistin ist Tarisai, die wächst recht isoliert und mit einer oft abwesenden und sehr distanzierten Mutter auf, die als The Lady bekannt ist, und an ihrem 11. Geburtstag schickt die Lady sie eben in die Hauptstadt des globalen Imperiums, Aritza, weil sie mit anderen Kindern für den Rat, einen Platz im Rat des Kronprinzen, der aus 11 Personen besteht, wettstreiten soll, und wenn sie ausgewählt wird, dann würde sie mit der Kraft des Ray, also finde ich ein bisschen schwierig zu übersetzen, beziehungsweise will ich eigentlich auch nicht so übersetzen, wortwörtlich, jedenfalls eng durch diese Kraft eng mit dem Kronprinzen und den anderen Mitgliedern des Rates verbunden. Und Tarisai wünscht sich eben sehr diese Nähe und einen Ort, an den sie gehört, weil sie auch eben sehr isoliert aufgewachsen ist und eben mit sehr distanzierten Personen einfach nur. Die Mutter hat aber andere Pläne, die gibt ihr nämlich den Auftrag, den Kronprinzen zu töten, sobald sie sein Vertrauen und seine Liebe erlangt hat, und versucht dann im Laufe der Geschichte auch immer wieder ihren Willen durchzusetzen, unter anderem eben durch einen magischen Wunsch. Und ich finde die Geschichte, die sich dann entwickelt, sehr spannend persönlich, und ich mochte das Buch auch sehr. Und Themen, die behandelt werden, sind auch Feminismus, die Wichtigkeit von Kultur und Geschichte. Der Roman beschäftigt sich auch mit dem Konzept von Loyalitäten, also Loyalität gegenüber dem Land, der Familie, aber auch gegenüber FreundInnen, und eben mit dem Kampf von Tarisai darüber, dass diese Loyalitäten eben auch in Widerspruch miteinander geraten. Gibt auch noch einen zweiten Band dazu, der ist auch ziemlich cool. Und es gibt eine Aceback-Figur in der Geschichte tatsächlich. Ist jetzt nicht wirklich Zentrum der Geschichte, nimmt jetzt keinen so großen Raum ein, wird aber im ersten Band mal thematisiert und im zweiten dann auch nochmal. Ja, also eine asexuelle Person tatsächlich in dem Fall. Aber es gibt auch einige Figuren, die Limerenz erleben. Unter anderem die Hauptfigur oder zumindest romantische Anziehung. Also verliebt sind sie auf jeden Fall, denke ich. Ja. Dann würde ich euch das Buch mal herzlich empfehlen, wenn ihr einen englischen Fantasy-Roman lesen wollt. Und den zweiten Band auch. Aber jetzt sind wir gerade beim ersten. So, Finn, dann sind wir wieder schon fast am Ende. Also, was nimmst du dir aus der Folge mit? Also, ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt sagen soll, außer dass es total Spaß macht, mit dir zu reden und Folgen aufzunehmen. Nee, ich finde unsere Dynamik ziemlich cool. Gefällt mir sehr. Nee, und dann noch, dass ich rede so gern über Limerenz. Vielleicht auch deswegen, weil ich es nicht empfinde. Ich finde das wahnsinnig spannend, das Thema. Ich finde, was... Also
Ich finde menschliches Erleben, glaube ich, generell total spannend, auch in die Richtung und vor allem, weil das etwas ist, was zu meinem Erleben nicht gehört. Aber wie viel ich mich auch noch damit beschäftigen kann oder so, oder wie viel ich daraus lerne, einfach über Menschen, indem ich Menschen zuhöre, die das erleben, ist einfach sehr, sehr cool. Ja. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich nehme auch mit, dass wir eine tolle Dynamik haben. mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also ich kann auch nur sagen, ich mag es einfach gerne, über Emotionen zu reden. Verschiedene menschliche Emotionen, auch über Emotionen, die ich nicht habe. Gut, die habe ich hier in dem Fall. Also romantische Anziehung, demiromantische Anziehung. Und ich kenne auch Limerenz. Ja, also und ich nehme ja auch echt mit, wie viele Fragen es dazu gibt, weil das waren ja jetzt noch nicht mal alle. Total. Ja. Wir haben noch ein paar liegen, also vielleicht machen wir das ja auch nochmal. Ja, es hat Spaß gemacht. Also ja, vielleicht gern nochmal. Also ja, ich würde sagen gerne wieder. Das nehme ich mir daraus mit. Yes, gerne wieder. Auf ein neues oder so. Ja. Jetzt sind wir aber schon mal am Ende der Folge angekommen für heute. Es bleibt noch mich zu bedanken bei allen, die uns Fragen geschickt haben. Vielen Dank, Leute. Und die restlichen kommen vielleicht auch nochmal. Also wir sind halt heute einfach auch nicht durchgekommen. Wir wollten die Folge nicht zu lang machen. In der Redaktionsleitung, die hat außerdem Noah übernommen. Vielen Dank, Noah. Im Vorbereitungsteam war dann ich noch dabei, also Finn. Den Schnitt der Folge wird Melody übernehmen. Vielen Dank, Melody. Genau, und das war's eigentlich schon. Jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Rückmeldungen, Gedanken, Fragen habt, dann meldet euch doch gerne. Die Gefahr besteht nur, dass eure Frage dann irgendwo in einer Folge landet. Wir freuen uns trotzdem. Wenn ihr Kritik habt, keine Ahnung, oder Ideen, was wir für Folgen machen wollen würden, oder wenn ihr sogar bei uns mitarbeiten wollt, entweder im Schnitt, in der Qualitätskontrolle bei Social Media oder irgendwo anders, dann meldet euch auch gerne bei uns. Wir würden uns total freuen. Ja, wo findet ihr uns? Wo könnt ihr euch melden? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast, aber wir haben Facebook, Twitter, Mastodon, Twitch und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Und dann könnt ihr uns natürlich auch immer eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net und ihr findet uns auf dem Aceback German Discord Server. Dort haben wir einen Channel, in den ihr schreiben könnt. Oder ihr findet uns auch mal im Voice Chat, wenn ihr mit uns reden wollt. Und damit sage ich Tschüss! Ciao.